So, in diesem Video gucken wir mal in all die Taschen, was ich so dabei habe. Hi, herzlich willkommen bei einem neuen Video. Mein Name ist Robert Marc Lehmann von Mission Erde. Freunde, ihr liebt Gear-Porn und diesmal gebe ich euch welchen. Ich zeige euch einfach mal meine Ausrüstung, die ich im Dschungel dabei habe, hier auf der Expedition in Peru. Lasst euch von den Hühnerkämpfen im Hintergrund nicht verstören, das ist hier ganz normal. So. Nichts geht über die Kameras, das ist das Allerwichtigste. Die nehme ich auch nur im Handgepäck mit. Und das, was jetzt hier bei mir am meisten im Einsatz ist, ist die R5. Die habe ich jetzt zweimal dabei. Guckt euch das an. Zwei R5. Das sind eigentlich die geeigneten Kameras, um auf dieser Expedition jetzt alles zu dokumentieren. Ich bin ja hier, um Wilderness International dabei zu unterstützen. Die Flächen... Also, das sind die beiden Kameras, die am besten geeignet sind, um auf dieser Expedition... Die sind super laut, die Hühner. Ich dachte, das geht vielleicht, aber wartet mal kurz. Ausgerechnet jetzt, ne? Ausgerechnet, ich will hier ein Ausrüstungsvideo machen, da sind hier überall Hühner. Ich brauche ja Kameras, die geeignet sind, um Wilderness International hier bei ihrer Mission zu unterstützen und im Prinzip das zu dokumentieren, was wir schützen. Und da ist die R5 natürlich die optimale Waffe, weil gute Fotos, 45 Megapixel, da kann ich auch immer noch reinzoomen, das ist eine super Qualität. Und natürlich Video bis 8K, wobei ich jetzt hier immer gerne 4K 120 benutzt habe, das finde ich eigentlich am besten. Das Objektiv, was ich bei so einer Dschungelexpedition oder wenn es um Tiere geht, eigentlich am meisten benutze, ist 100-500. Damit hat man eigentlich irgendwie die optimale Brennweite, um mal ja, 100 mm oder auch wenn es wirklich weit entfernt ist, auf 500 mm ordentlich zu arbeiten. Und das Schöne ist ja, dass bei einer R5, so einer spiegellosen Kamera, man immer auch gleich fotografieren. Man sieht mich oft, brrr, zack, und dann schalte ich schnell um oder nur einen Knopfdruck und dann filme ich. Also ich mache ja beides irgendwie 50-50. Die Hauptkamera, die ich eigentlich immer irgendwie am Mann habe, trage ich an so einem Peak-Design-Gurt. Den finde ich aber ganz nett, weil man den relativ zügig verstellen kann, so wie man das eben braucht. Und weil man den auch ganz geil, ganz schnell von der Kamera abgemacht hat oder auch wieder dran gemacht hat, wenn der einen stört. Das ist eigentlich das, was ich jetzt hier am meisten benutzt habe, ehrlich gesagt. Wenn es mal ganz weit weg geht, das ist die zweite Waffe, die ich immer irgendwie auf der Hüfte liegen habe, während ich hier schon schieße, ist auch wieder eine R5 mit einem Adapter, aber mit dem Drehring und ein 600er 4.0. Es ist eben einfach das Objektiv, wenn es darum geht, gute Bilder zu machen, hohe Auflösung und eben nah ran an die Tiere zu kommen. Aber da muss man schon sich ein bisschen anstrengen und man hat am Abend einen dicken Bizeps. Und ihr seht ja auch, dass meine Linsen tatsächlich eingepackt sind in so einen Lenscode. Das ist nicht, weil es cool aussieht. Es sieht natürlich cool aus. Das hat auch was damit zu tun, wenn du irgendwo andotzt. Alleine die Sonnenblende hier vorne kostet 800 Euro. Und die Linse kostet 13.000, 14.000, sowas in der Art. Die kostet viel Geld. Da tut jeder Kratzer weh. Und es ist auch angenehmer in der Hand, finde ich. Es sieht besser aus. Also du fügst dich besser in die Natur ein, als wenn du jetzt mit so einem riesen weißen Ding hier rumstehen würdest. Also weil diese ganze Linse eigentlich so aussieht, das ist wegen der Hitze. Einige andere Kamerahersteller machen das anders. Die haben schwarze Objektive. Das ist nicht immer clever, wenn man in der Wüste hockt. Bei 56 Grad habe ich schon mal Tiger gefilmt mit einer schwarzen Linse. Ist eher so mittel. Das ist eigentlich mein absolutes Lieblingsobjektiv, das wisst ihr schon. 70-200 2.8 in der RF-Version. Das ist eigentlich das Tierobjektiv, wo ich sage, damit fotografiere und filme ich am liebsten. Das ist meine Lieblingsbrennweite. Kam aber hier einfach gar nicht zum Einsatz, weil war alles weit weg. Es war nichts nah dran, dass ich das hätte benutzen können. Wenn es um Landschaftsaufnahmen geht oder Weitwinkel, dann ist das hier das 1535 2.8. Da ist noch mein Unterwasser-Gear dran. Das benutze ich auch unter Wasser natürlich total gerne. Das absolute Dokumentationsobjektiv, das 2470 2.8. Das wären dann die heiligen drei Objektive, die man eigentlich immer braucht und mit denen man auch gut aufgestellt ist. Also das habe ich auch natürlich immer dabei. Eine Kamera funktioniert auch nur richtig gut, wenn die Karten und Akkus richtig gut sind. Das heißt, hier sind die Original-Akkus drin, die LPE6H ist es, glaube ich, Nico, richtig? LPE6NH. Die mit dem kleinen goldenen Zwiesel, die nochmal 20% mehr Bums haben als die normalen LPE6. Ersatzakkus auf jeden Fall ohne Ende. Also ich verbrauche hier am Tag eigentlich so 4 bis 5. Je nachdem, was ich mache, die baller ich schon durch. So, bei den Karten habe ich Angelbird-Karten, in dem Fall hier 2 Terabyte CF Express. Also ich fotografiere jetzt die ganze Expedition schon auf dieser einen Karte, zumindest die Videos. Und die Fotos habe ich auch auf einer Angelbird, auf normalen SD. 256 GB, das reicht für meine Fotos auf so einer Expedition locker. Und Videos 4K 120, das frisst ordentlich Datenkapazität. Dazu brauche ich dann schon mal 2 Terabyte. Noch für die allergrößte Not
Ein paar Speicherkarten, auch wieder Angelbird 2TB CF Express. Was haben wir noch in der Tasche? Ah, Sennheiser MKE 400, neueste Version mit so einer Deadcat oben drüber. Das ist ein Richtmikrofon. Das funktioniert eigentlich echt total gut. Da braucht man schon fast gar nichts Professionelles mehr. Also auch für so ein Interview wie jetzt oder so eine Situation funktioniert das Mikro echt richtig gut. Darf nicht fehlen, ein ND-Filter, wenn ich mal schön filmen will, cineastisch, wie man so schön sagt, habe ich einen Peter McKinnon 82er ND-Filter. 2-5, aber ich habe natürlich auch 77mm Objektive und dafür hast du dann einen Step-Down-Ring, also von 82 auf 77. Das ist das, was ich so immer bei mir rumtrage, egal ob jetzt Boot oder Dschungel oder so, das sind die Sachen, die ich da dabei habe. Mein Ortlieb Dryback mit Tragesystem, der funktioniert einfach immer überall, das habe ich eigentlich immer dabei. Da habe ich dann drin so ein Köfferchen, guck mal hier, Mavic Pro Nummer 2. Das ist immer noch die Drohne meiner Wahl, weil du hast eine verstellbare Blende, du kannst die Belichtungszeit einstellen, 4K 25, eigentlich richtig geil. Und da habe ich dann immer noch mal mindestens 2 Ersatzakkus dabei und natürlich ein schönes Polar Pro ND-Filter-Set. Dann habe ich immer noch so ein Flight Case dabei, ein Peli Air 1535. Da transportiere ich normalerweise dieses große Baby ganz alleine, weil mehr passt dann nicht mehr rein. Aber jetzt hier habe ich dann noch ein paar andere Sachen drin. Einmal ein MacBook mit so einem, ja, ich sag mal, Toughbook-Rahmen, der das Schlimmste abhält, also sowas zum Beispiel, so einen fiesen Impact oder so abgebrochene Ecken wie hier schon, das hättest du sonst am MacBook. Reise ohne Computer, das geht bei mir gar nicht anders. Deswegen habe ich so ein leistungsstarkes MacBook. Das nützt dir alles nichts, wenn du nicht auch einen vernünftigen Cardreader hast. Und ich habe hier auch die entsprechenden von Angelbird, einmal für CF Express und SD-Karte. Zack, direkt auf den Laptop, auf verschiedenen SSDs gespeichert. Schnelle Karte, schnelles Lesegerät, schneller Rechner, schnelle Festplatten. Übertragt, das dauert ja nur ein paar Minuten, das erspart einem einfach unfassbar viel Stress. Problem ist, die Dinger kosten viel Geld, aber das holst du dann an der Zeit wieder rein, die du am Ende Freizeit hast. Was ist Freizeit nochmal? Ich weiß das gar nicht. So, was haben wir hier noch drin? Da habe ich nochmal so ein paar Gear-Teile, die ich jetzt nicht immer direkt auf dem Boot habe, aber die ich irgendwo immer noch rumliegen habe. Und zwar haben wir einmal so ein kleines verstellbares Stativ für ein schönes kleines Timelapse. Guckt mal, so eine Eieruhr mit einer GoPro drauf, das ist die neueste, also Version 9. Und dann dreht sich die GoPro, während sie einen Timelapse macht und dann hat man so einen schönen Moving Timelapse. Ganz einfaches Equipment und am Ende kommt dann 4K Timelapse bei raus, der richtig, richtig geil aussieht, den man auch bei Terra X und so verwendet. Da braucht man gar keine riesigen Maschinen, riesigen Slider und Ultrakameras. Das sieht damit auch wirklich richtig gut aus. Fürs relativ kleine Geld, finde ich, reicht das lockerst. Und dann kann man immer noch mal einen schönen Timelapse machen. Das ist meine 8er GoPro mit so einem extra Refuel Battery Pack. Damit hat die, glaube ich, über 6 Stunden. Quasi eine Wildkamera in einfachster Version. Ich filme ja auch ganz viel mit meinem Handy. Also irgendwie so einen schnellen Schuss, wo du jetzt keine große Kamera brauchst, den mache ich auch mal so oder für Instagram. Das geht dann natürlich relativ zügig leer, also ein Tag reicht das dann meistens. Und dann habe ich hier nochmal so eine schöne 25.000er Powerbank, die sowas laden kann. Die kann auch zur Not sogar so ein, mit einem Adapter so ein LPE6 NH Akku laden. Also die ist auch ganz wichtig. Kopflampe Taktica, ganz wichtig, in Rot, also das heißt, sie hat normales Licht, aber sie hat eben auch rotes Licht und damit kann man im Dschungel nachts gut arbeiten, ohne dass einen die Tiere sehen. Da habe ich nachts immer in Schwarz und wenn ich tagsüber unterwegs bin, sogar in Camouflage. Was man auch immer noch braucht, wenn ich mal eine Makroaufnahme mache, kennt ihr vielleicht, ist so ein kleiner Light Cube. Wirklich starkes Licht, also ich könnte mich damit jetzt auch stark beleuchten bei so einem Interview. Das ist wirklich Wahnsinn, wie viel Power das Ding hat. Panzertape, Gorilla-Tape ist in diesem Fall, habe ich eigentlich immer an so einem kleinen Karabiner noch hier in der Tasche. Meine Dreierlei F1R von LED-Lenser, das kennt ihr schon. Damit kann man mal ein schönes Bild machen, damit kann man den Dschungel ausleuchten, gucken, wo eine Schlange ist. Die kann man aufladen, die finde ich ganz gut, die habe ich eigentlich immer schön am Gürtel. Mein Falkniven F1, das ist auch schon ein bisschen mitgenommen. Ich glaube, da könnte man vielleicht mal über Neues nachdenken. Ich finde, es liegt extrem gut in der Hand, der Griff ist wunderbar, die Schneide ist genau richtig groß, ob er jetzt einen Apfel schneidet oder auch mal einen Baum umhackt oder was ausgrabt. Ich liebe das einfach sehr und das hat hier hinten auch nochmal so einen schönen, naja, ihr wisst schon. Und mir ist das tatsächlich jetzt mal diese Niete hier abgerissen oder weggerostet und guckt mal, ihr seht das schon, ich habe das mit meinem Panzertape gemacht und dann funktioniert das Ganze wieder. Man kriegt es so beschissen jetzt zu, aber es bleibt noch irgendwie am Gürtel. Ach. Und man wird total krass von Mücken hier aufgefressen. Im Dschungel gibt es ganz, ganz viele Situationen, wo irgendwie Stechpalmen sind, irgendwelche fiesen Stacheln, giftige Tiere oder sonst irgendwas. Das heißt, ich habe da immer Handschuhe dabei,
die auch tatsächlich eine Lederhandfläche haben. Also das hilft mir im Dschungel auf jeden Fall, wenn ich Sachen wegräumen muss, wenn ich Boote an Land ziehen muss oder so, trage ich gerne Handschuhe, weil wenn du eines nicht haben möchtest im Dschungel, dann ist es eine Wunde an der Hand. Die Hände zu schützen ist extrem wichtig und das ist die Dreierlei, die ich immer an der Tasche habe. Taschenlampe, Messer, Handschuhe. Auch wenn ich tagsüber rausgehe, habe ich immer eine Taschenlampe dabei, weil du weißt nie, wie lange du bleibst. Es kann immer zu der Situation kommen, wo du nachts endest oder zumindest im Dunkeln und dann wird es ein bisschen interessant. Ein Essential, den ich immer noch dabei habe, der kleine Blasebalg, weil ständig hast du Staub auf der Linse oder musst an der Kamera mal irgendwie was abblasen. Also ich mache auch abends ganz gerne mal und dann ist die auch ganz schnell wieder staubfrei. Also das ist ein wichtiges Tool, wenn man seine Kameraausrüstung einfach vernünftig benutzen möchte. Dann habe ich natürlich noch ein Swarovski-Fernglas, um Tiere zu spotten, jetzt auch vom Boot oder so. Versuche ein Tier zu finden und dann irgendwann am Ende zu fotografieren. Ich habe mich jetzt entschieden hier für ein EL 8x32, weil ich finde, das hat eine angenehme Größe, es liegt gut in der Hand und es hat eine extrem gute Qualität. Ich hatte früher Zeiss. Aber mit dem Swarovski bin ich tatsächlich wirklich total zufrieden. Ganz, ganz wichtiges Tool, liebe Freunde, ist mein kleiner Ortlieb. Das ist so ein wichtiger Helfer. Mir ist schon mal mein Reisepass verschimmelt. Und seitdem habe ich hier so ein kleines Ortlieb-Bag, was wasserdicht ist. Da ist natürlich heutzutage auch ein Impfpass drin, dass man in die Länder einreisen kann mit Gelbfieberimpfung und so. Und natürlich mein Reisepass, da geht der am Flughafen rein. Und bis ich wieder in Deutschland bin, auch nicht mehr raus, weil den braucht man natürlich, der ist wichtig. Egal wo ich hingehe, selbst wenn es ein kurzer Ausflug in den Dschungel ist oder eine kurze Bootstour, Erste-Hilfe-Set habe ich immer dabei. Wer sich draußen auskennt und draußen sich auch schon mal verletzt hat, das gibt kaum was Beschisseneres. Und da möchte man gleich Hilfe und deswegen habe ich immer ein Erste-Hilfe-Set dabei. Rettungsdecke, ganz, ganz wichtig. Könnt ihr keinen Fehler machen zwischen Gold und Silber nach außen. Beides funktioniert, je nachdem, was besser gesehen wird, ob ihr mit dem Heli gerettet werden wollt oder whatever. Das ist extrem hilfreich. Also einpacken, um nicht Wärme zu verlieren. Wir haben sterile Kompressen auf jeden Fall, also für eine Wunde zum Drauftun, solange sie noch steril sind, top. Eine Mullbinde, das ist zum Umbinden oder auch mal für einen Druckverband zum Unterlegen. Verbandtuch jeglichster Art, also da kann man auch mal es ist ein Dreieckstuch, da kann man den Arm in eine Schlinge reintun, das braucht man auf jeden Fall. Eine elastische Binde mit so zwei diesen Klammerchen. Verschiedene Pflaster jeglichster Art, wasserdicht und auch in so einem kleinen Ziplock hier verpackt. Desinfektionsspray, um sofort die Wunden zu desinfizieren. Ich habe immer noch Kanülen dabei, kleine, weil es gibt immer wieder eine Situation, wo du, keine Ahnung, eine Botfly, eine Fliegenmade oder so unter der Haut hast oder irgendeinen anderen Scheiß, was man aufstechen muss oder auch in der Kamera irgendwas rumfummelt. Dafür sind diese Kanülen tatsächlich richtig gut. Boah, Leute, ich werde hier so von Mücken gefressen. Ich mache das nur für euch. Sekundenkleber. Ich hatte schon die Situation, wo ich tauchen wollte, mich vorher schwer mit dem Messer verletzt habe, also einen riesen Cut an der Hand. Den habe ich geklebt mit Sekundenkleber. Die Wunde ist dicht, es kommt nichts rein, ich konnte tauchen. Und es hat sich auch hinterher nichts infiziert. Ich sage nicht, dass ihr das machen müsst, aber es hat mir schon mal geholfen. Und ich kenne das auch von einigen anderen Leuten, denen das auch geholfen hat. Also so eine kleine Sekundenkleberchen kann man dabei haben. Ich habe eine kleine Tablettendose. Da haben wir drinne 800er Ibo, da habe ich 3 Stück, also damit komme ich auch mit schweren Schmerzen noch aus dem Dschungel bis ins Krankenhaus, so dass ich nicht ganz eingehe. Mikropur, wenn man gar kein Wasser mehr hat, um es zu desinfizieren. Kohletabletten, wenn man extrem schweren Durchfall hat und toi toi toi, ich bin bisher bei dieser Peru-Expedition auch ohne Durchfall durchgekommen. Als einziger. Cetirizin bei einer allergischen Reaktion oder wenn ich hier auf einmal durch den Dschungel laufe, irgendwas blüht und du bist nur noch am Niesen, hilft einem Cetirizin. Und wenn man eine Ohreninfektion hat, Ohrentropfen. Also das ist das, was ich live immer dabei habe. Es muss tatsächlich vernünftig wieder verpackt werden, ordentlich Wasser und luftdicht, weil sonst geht das da drinnen bei dem feuchten Klima alles auch ganz schnell verschüttet. Gut vorbereitet sein, das Ganze sicher machen, sondern am Ende die Daten auch vernünftig nach Hause bringen, abgesichert mit einem vernünftigen Backup, das ist das Entscheidende, weil darum geht es bei so einer Expedition am Ende. Alles zu dokumentieren, so gut wie möglich zu arbeiten, das Team sicher wieder nach Hause zu bringen, um dann ein Video auf YouTube zu bringen, was vielleicht viele Menschen dazu bewegt, umzudenken oder sich für den Umwelt- und Naturschutz zu engagieren und dass man dann nicht mehr so stark über die ganzen Mückenstiche nachdenkt, die man sich hier eingefangen hat. Aber im Endeffekt macht das ja auch Spaß. So, Freunde, das war mal so ein bisschen Ausrüstungs- und Gear-Talk, so wie ihr euch das gewünscht habt. An dieser Stelle vielen Dank für euren Support, dass es so richtig gut läuft bei Mission Erde. Es freut mich sehr, dass euch das alles gefällt, was wir hier auf YouTube so veranstalten. Das motiviert mich, weiter reinzugehen, noch mehr zu filmen, noch mehr von meinem Alltag zu zeigen und mehr bleibt mir eigentlich nicht zu sagen. Außer Daumen hoch, Kanal abonnieren, ordentlich kommentieren. Ich freue mich immer, wenn ihr was Nettes schreibt. Vielen Dank an dieser Stelle. Robert Marc Lehmann, Meeresbiologe, Mission Erde. Leute, rausgehen, Welt retten. Los geht's.